Jo moin Leute, was geht bei euch? Herzlich willkommen in diesem Video. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Ich gebe euch heute einen Guide für den DH-Tank für den Bereich M+. Ich wurde letztens auf Instagram ganz lieb gefragt, ob ich dazu mal ein Video machen könnte. Ich hatte es so oder so noch in Planung, aber ich nehme das jetzt mal als Anreiz, das Video zu machen und natürlich für euch auch hochzuladen. Ich versuche das auch wie immer kurz und knackig zu halten, das Wichtigste hier reinzupacken, weil ich euch einfach nicht mit zu viel Theoriegelaber überfordern will. Ich mache das wieder frei raus. Ein paar Notizen habe ich mir gemacht nebenbei. Aber ich habe jetzt keinen richtigen festen Skript. Deswegen spiele ich das jetzt einfach so nach bestem Gewissen und Gefühl für euch ab. Ne? Ich möchte jetzt mal direkt anfangen mit dem Bild. Da werde ich nicht so doll drauf eingehen. Den kopiere ich euch einfach unter das Video. Dann könnt ihr ihn abkopieren. Aber ich zeige euch hier jetzt einmal kurz das Grundgerüst, wo wir lang gehen, damit ihr das schon mal seht. Dann würde ich schon mal weitermachen mit der Stat-Priorität. Das ist an erster Stelle Crit, an zweiter Stelle Haste, gefolgt von Mastery, gefolgt von Versa und an letzter Stelle Mastery. Haste-Crit ist so eine Sache, wenn ihr wenig Haste habt, ist natürlich Haste vor Crit. Wenn ihr irgendwann genug Haste habt, dann überholt Crit so ein bisschen. Das könnt ihr entweder anhand eures Damages simulieren oder halt auch ausprobieren, wie es sich für euch anfühlt, das zu spielen. Dann gucken wir mal nach dem Gear. Das suchen wir uns natürlich nach unseren Stats und Gearscore aus, weil Agility ist natürlich immer an erster Stelle. Also wird Gearscore am Anfang immer überwiegen. Und danach geht ihr halt nach Stats. Deswegen will ich nicht auf jeden einzelnen Slot eingehen. Was wichtig wäre, wären vielleicht die Trinkets. Ich habe jetzt hier die beiden besten Trinkets, die du aus M+ kriegen kannst. Das ist einmal die Steinschuppe von Galakons Sturz und der Funke der Nullifikation. Den gibt es in der Rabenwehr. Das sind schon mal die M+ Trinkets, die richtig gut sind. Und wir haben aber noch Auswahlmöglichkeiten im Raid. Die werde ich euch jetzt mal eben zeigen. Das ist nämlich einmal von, wenn ich es jetzt finden würde. Ich nicht im richtigen Bild oder was? Oh, sorry Leute. Drop doch hier. Genau, hier auf Verwüstung. Das ist einmal das kataklysmische Signetbrandmal. Das ist sehr gut für uns. Oder die beiden Trinkets von Fyrak. Einmal das DD-Trinket und einmal das Tank-Trinket. Also aus diesen 5 Trinkets könnt ihr euch 2 aussuchen. Die sind alle sehr gut. Es gibt natürlich auch noch viel mehr Optionen, aber das sind jetzt so die 5 besten, die will ich euch mal mit auf den Weg geben. Als Embellishments bzw. gecraftete Items würde ich euch empfehlen, dass ihr euch einmal die Elementarschleife, das Halsteil machen lasst. Dann die Lederschuhe mit diesem Giftdot drauf. Und ihr könnt euch noch einen zweiten Ring mit euren Lieblingsstats craften lassen, aber Embellishments könnt ihr ja nur 2 haben. Aber als Craft könnt ihr so einen Ring natürlich durchaus nehmen. So, dann haben wir schon mal das erledigt. Jetzt würde ich mit euch einmal kurz die Fähigkeiten durchgucken und danach gehen wir schon zum wichtigsten Teil über, der Spielweise. Also, einmal gucken, was wir alles so an Fähigkeiten haben. Wir haben einmal einen harten CC, das ist das Einkerkern. Damit nehmen wir einen Mob, der nicht im Kampf ist, komplett aus dem Spiel raus. An den kann man halt auch vorbeilaufen und skippen und so, die adden nicht. Das ist eine ganz witzige CC-Mechanik. Ist immer gern gesehen in manchen Keys. Ne? Dann haben wir als Utility Kicks, Stunts, Fears, whatever. Da haben wir natürlich unser Unterbrechen. Das ist einfach ein Melee-Kick, womit ihr Zauber unterbrechen könnt. Dann haben wir unsere Chaos Nova. Der macht AOE-Schaden und betäubt aber auch alle um euch herum für 2 Sekunden. Das ist also ein AOE-Stun. Dann haben wir das Zeichen des Elends. Das ist einfach ein Zeichen, was wir so auf den Boden legen und alle in diesem Wirkungsbereich werden für 2 Sekunden lang desorientiert. Also, wenn die gerade irgendwas zaubern oder channeln, werden die dabei auch unterbrochen. Wir haben aber auch noch ein Zeichen der Stille. Das hat denselben Wirkungsbereich. Alle in diesem Kreis werden gesilenced und können halt nicht mehr zaubern. Dann haben wir noch die Darkness, die Dunkelheit. Das ist eigentlich eher ein Dev-CD, aber für die ganze Gruppe. Den kann man hinlegen und alle, die sich hier im Wirkungsbereich aufhalten, bekommen 30% weniger Schaden.
Dazu haben wir dann noch die Geistersicht, da können wir unsichtbare Mobs mit erkennen. Und ja, das war es jetzt soweit eigentlich auch schon. Unsere Dev-CDs halten sich ein bisschen in Grenzen. Das wäre zum einen diese Dunkelheit für die ganze Gruppe, ist aber ein 5-Minuten-Cooldown. Dann haben wir natürlich noch unsere Metamorphose, welche als DPS gleichwohl auch als Dev-CD gewertet werden kann. Und natürlich haben wir die ganzen Dots, die wir auf den Mobs hinterlassen. Zum Beispiel jetzt so ein Zeichen der Flamme, flammendes Brandmal. Also alles, was so oder so im Gameplay passiert, ist, wodurch wir dann weniger Schaden bekommen. Ne? Okay. Das wäre es soweit zu der Utility. Und dann gehen wir schon mal rüber zur Spielweise. Da werden wir uns ein paar Minuten länger aufhalten müssen, schätze ich mal. Also grundlegend ist es ganz einfach. Wir haben bei unserem DH einmal den Jähzorn als Energie oder Mana, wie auch immer, muss man halt aufbauen. Viele kennen das auch als Wut vom Krieger oder so. Und wir haben dann noch so Seelenfragmente. Das sind unsere beiden Sachen, die wir haben, die wir ausgeben müssen. Im Single-Target-Damage geht es immer darum, so viel Jähzorn wie möglich aufzubauen und den mit Seelenspalter wieder abzubauen. Grundlegend. Im AOE wollen wir so viele Seelenfragmente wie möglich aufbauen und so oft Seelenbombe wie nötig nutzen. Die nutzen wir immer ab, 4 Fragmenten. Außer wir sind gerade in der Metaphase, dann können wir sie ab 3 Fragmenten schon nutzen. Jetzt würde ich mit euch einmal kurz die Rotation durchgehen. Einmal kurz für Single Target. Wir haben einige Fähigkeiten, die wir einfach auf CD halten. Also ich lese mal kurz hier. Einmal gehe ich mal die Fähigkeiten durch. Die Jagd, das ist natürlich ein Charge. Da chargen wir an und alles im Weg kriegt ein Debuff von Dot. Halten wir auf CD. Elysischer Erlass halten wir auf CD. Flammendes Brandmal halten wir auf CD. Dann haben wir noch Dämonische Verwüstung. Das ist ein sehr starker CD, der uns auch voll heilt nebenbei. Den halten wir auf CD, nutzen wir aber dann, wenn der Gegner das flammende Brandmal als Debuff drauf hat, weil durch das Talent hier, flammender Untergang, kriegen Mobs mit dem Debuff 50% mehr Feuerschaden. Ne? Wir werden, das Brandmal hat 1 Minute Cooldown. Und die Dämonische Verwüstung hat 40 Sekunden Cooldown. Das heißt, wir können den meistens einmal ohne den Debuff zwischenusen im Kampf. Weiter geht's. Zeichen der Flamme halten wir auf CD, aber wir passen auf, dass wir nicht unseren Jähzorn overcappen. Den geben wir im Single-Target, wie gesagt, zwischendurch mit Seelenspalter aus. Ne? Dann haben wir unsere Feuerbrandaura. Die halten wir quasi auch auf CD, wenn Brandmal und der Dot von Zeichen der Flamme auf dem Ziel sind. Oder wenn beide Fähigkeiten mehr als 5 Sekunden Cooldown haben, nutzen wir den. Teufelsklinge nutzen wir auch auf CD, aber passen auch auf, dass wir nicht den Jähzorn overcappen. Seelenspalter nutzen wir halt, um Jähzorn auszugeben. Fraktur ist ein Filler. Den nutzen wir immer, wenn wir nichts anderes ready haben. Und nicht unseren Jähzorn overcappen. Und dann haben wir noch unsere Glewe werfen. Da gilt das Gleiche, nur die können wir halt auch nutzen, wenn wir gerade nicht in Reichweite sind, weil das ein Range ist. So. Ich hoffe, ihr habt das soweit verstanden. Also, eigentlich ist es relativ simpel. Wir wollen so gut wie möglich alles auf Cooldown halten und nicht unseren Jähzorn Overcap. Für AOE gilt fast dasselbe, nur dass wir nicht den Seelenspalter so oft nutzen, sondern einfach unsere Seelenbombe mit einbauen. Immer ab 4 Fragmente nutzen wir sie oder wenn wir in der Meta sind, schon ab 3. Ich würde euch jetzt einfach mal so den AOE-Kampf hier zeigen. Ich würde mal einmal reingehen. Ich würde nämlich jetzt anfangen, dass ich vorm Pre-Pull schon mal dann Zeichen der Flamme hinlegt, dann würde ich in meine Meta gehen und dahin springen und dann seht ihr gleich unter meinen Fähigkeiten, was ich so nutze. Ne? Also wir schmeißen das Ding hin, gehen in Meta, springen dahin, machen die Feuerbrandaura, legen unser Brandmal da rein. Dann haben wir schon Fragmente. Wir gucken auf unseren Debuff. Im AOE ist das ganz wichtig,
dass wir wirklich warten, bis das flammende Brandmal bei 2 Sekunden angekommen ist, weil der springt jetzt immer weiter. Wenn wir 2 Sekunden haben, müsste jeder in der Gruppe einen Debuff haben und wir gehen mit der Verwüstung da rein. Dann halten wir unsere Aura auf CD, geben immer schön unsere Fragmente aus, legen unsere Zeichen auf CD, gehen zwischendurch mit Fraktur rein. Teufelsklinge können wir immer nutzen. Passen ein bisschen auf unseren Gehzorn auf. Zwischendurch kann man auch mal einen Seelenspalter machen, wenn man sonst nichts zu tun hat. Immer gucken, dass wir nicht zu viele Seelenfragmente haben. Das wird dann einfach so ausgegeben. Jetzt kann ich einmal die dämonische Verwüstung ohne das Brandmal nutzen. Jetzt bekomme ich wieder viele Fragmente. So, ich halte natürlich auch mein Dämonenstachel hier aktiv auf mir, weil der gibt mir Rüstung und somit halte ich natürlich mehr aus in den Kampf. Und dann spielt man das hier einfach so locker durch. Jetzt haben wir das Brandmal wieder ready, das setzen wir jetzt da rein. Wir beobachten unseren Debuff, der hat jetzt noch 10 Sekunden. Ich spiele nebenbei jetzt ganz gechillt weiter, bis der Debuff jetzt auf 2 Sekunden runtergeht. 4, 3 und jetzt gehen wir mit der dämonischen Verwüstung rein, nutzen noch die 50% extra Feuerdamage mit. Und wir fahren hier ganz locker in diesem Kampf 240k. Obwohl ich jetzt hier gar nicht so richtig spiele, sondern die ganze Zeit laber und ganz gechillt nebenbei die Tasten drücke. Also der macht schon echt gut Schaden, wenn man so ein bisschen diese Kernpunkte beachtet. Und es verzeiht halt auch einfach viele Fehler. Deswegen kommt es jetzt nicht so ganz genau drauf auf, dass ihr genau die richtige Rotation erst A, dann B, dann C, dann D drückt. Sondern diese grundlegenden Sachen mit nicht overcappen und flammendes Brandmal drauf, bevor ihr die Verwüstung setzt und so. Wenn ihr das berücksichtigt, dann bringt euch das schon richtig weit nach vorne, weil so eine richtige Rotation könnt ihr ja als Tank sowieso nicht durchziehen. Ihr müsst ja gucken, falls ein Mob ausbricht. Ihr müsst die Gruppen zusammenhalten mit Zeichen der Kette zum Beispiel. Das habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Das legt ihr dahin und alle Mobs werden dahin gezogen in die Mitte. Ihr müsst dann, ihr müsst kicken, ihr müsst kontrollen, ihr müsst vielleicht was zurückspotten, wenn ihr die Akku gezogen hat. Deswegen habt ihr gar nicht so richtig die Zeit, eine normale Rotation durchzuziehen. Haltet euch jetzt an dieses Kerngerüst, was ich euch gesagt habe. Ich hoffe, ihr habt das verinnerlicht und verstanden. Dann kann euch eigentlich nichts schief gehen. Ihr werdet ein gutes Self-Heal haben. Ihr werdet gute Aggro ziehen. Und ihr werdet auch noch guten Schaden machen. Und eure Gruppe wird euch lieben. So Leute. Ich denke mal, ich habe alles gesagt, was ihr wissen müsst. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich werde auch Timestamps unten einbauen. Für diejenigen, die das noch in Action mal sehen wollen. Ich habe jetzt von der Dungeon Guide Serie diese Season tatsächlich noch ein Video offen. Kronsteig anwesend. Das werde ich mit dem Char spielen. Das kommt ja in den nächsten Tagen dann auch online. Also falls ihr das nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo auf dem Kanal. Über Like und Kommentar fürs Video freue ich mich immer. Und dann würde ich erstmal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.